Das Jahr geht zu Ende und Nintendo blickt auf besonders erfolgreiche 12 Monate zurück. Die Switch wurde millionenfach verkauft und natürlich sind auch wieder jede Menge hervorragende Spiele für die Konsole erschienen. Wir präsentieren euch die besten Switch-Spiele des Jahres 2020. Als das neue Paper Mario im Frühjahr im Rahmen einer Nintendo Direct angekündigt wurde, war die Überraschung groß. Ebenfalls überraschend, zwischen Ankündigung und Release lagen nur wenige Monate und so erschien das Rollenspiel bereits im Juli. Fans machten sich Hoffnungen, dass die Serie auf der Switch zu alten Qualitäten zurückfinden könnte. Letztendlich passierte das auch zu guten Teilen. Zuerst zum Positiven. Paper Mario The Origami King ist wahnsinnig lustig geschrieben, grafisch beeindruckend und sehr umfangreich mit jeder Menge Sammelkram. Die Atmosphäre ist toll, die Bosskämpfe machen Spaß und viele Nebenaufgaben sorgen für jede Menge spaßige Spielstunden. Doch auf der anderen Seite ist vor allem das Kampfsystem sehr mühsam. Richtige Belohnungen für errungene Gefechte bleiben aus und es gibt wenige interessante neue Figuren. Auch das Ressourcenmanagement in Kämpfen nervt und insgesamt ist das Spiel ziemlich anspruchslos. Unterm Strich aber gehört The Origami King dennoch zu den Highlights des Jahres. Denn allen Kritikpunkten zum Trotz, Spielspaß ist eben oft eine sehr individuelle Sache. Bosak, what do you think? Im Juli 2020 kehrte mit Deadly Premonition 2 ein Kultklassiker auf die Switch zurück. Das Adventure-Spiel dreht sich um zwei Fälle, die dem gleichen rätselhaften Umstand geschuldet sind. Einer findet im Boston des Jahres 2019 statt, der andere in Louisiana im Jahr 2005. Als Spezialagent Francis York Morgan müsst ihr versuchen, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Leider läuft Deadly Premonition 2 technisch nicht allzu toll auf der Switch und die Steuerung ist ebenfalls eher mittelmäßig. Dafür bietet das Spiel genau das, was sich Fans des Vorgängers wünschten, nämlich einen Nachfolger im exakt gleichen Stil wie der erste Teil. Streets of Rage gehört ohne Zweifel zu den beliebtesten Mega Drive-Marken. Doch nach dem letzten Ableger mussten Fans unglaublich lange 26 Jahre auf einen neuen Teil der Brawler-Reihe warten. Ein Ende des Wartens dann im April 2020. Streets of Rage 4 erschien für die Switch und auch für andere Plattformen. Und zur Freude aller Fans hat sich die Wartezeit wahrlich gelohnt. Streets of Rage 4 überzeugt mit einem super spaßigen und motivierenden Kampfsystem, wunderschöne Optik und herrlich geschmeidigen Animationen. Auch der Soundtrack ist toll, das Spiel recht umfangreich und der tolle Fanservice lässt die Herzen der Serienfans höher schlagen. Da macht es dann auch fast nichts mehr aus, dass die Stages recht kurz und die Bosse eher lahm sind. Dafür bietet der Brawler einen hervorragenden lokalen Vier-Spieler-Modus und der Wiederspielwert ist enorm. Wie schon unzählige Spiele zuvor erschien mit Pikmin 3 Deluxe im Oktober 2020 ein weiterer Wii U-Port für die Switch. Zum Glück, denn das niedliche Adventure-Game steht damit endlich einem großen Publikum zur Verfügung, das es bei der gefloppten Wii U einfach nicht gab. Der Nintendo-Titel überzeugt mit einem einzigartigen Spielprinzip und beträchtlichem Umfang. So müsst ihr mit Hilfe der unterschiedlichen Pikmin-Arten euer Abenteuer clever bestreiten und viele tolle Rätsel lösen. Dabei kann sich auch die knuffige Optik sehen lassen. Der lokale Koop-Modus sorgt für genauso viel Spielspaß im Multiplayer. Viel Spielraum für eigene Taktiken gibt's auch, genauso wie einen wunderbaren orchestralen Soundtrack. Damit ist Pikmin 3 Deluxe nicht nur ein sehr guter Wii U-Port, sondern ganz einfach ein besonders gelungenes Spiel für die Switch. Im Adventure-Titel Spiritfarer spielt ihr Stella, die Fährfrau der Verstorbenen, auch bekannt als Spiritfarer. Im Spiel baut ihr ein Boot, mit dem ihr die Welt erkundet. Dabei freundet ihr euch mit Geistern an, um die ihr euch kümmert, bevor ihr sie ins Jenseits entlasst. Im kooperativen Modus für zwei Spieler schließt ihr euch der Katze namens Daffodil an und erlebt gemeinsam das Abenteuer. Spiritfarer ist auch für andere Plattformen erschienen, erhielt auf der Switch allerdings besonders viel Aufmerksamkeit und konnte international sehr gute Wertungen einheimsen. Überzeugen konnte vor allem das tolle Crafting-System und die wunderbare Story des 2D-Titels. Ich werde dir alles erzählen, was vor 100 Jahren in unserem Land geschah.
Als letztes Spiel aus dem Hause Nintendo erschien im November 2020 ein neues Zelda-Game. Zwar nicht der Nachfolger zu Breath of the Wild, der schon länger in Entwicklung und angekündigt ist, dafür aber ein ganz neues Hyrule Warriors. Die Entwickler von Koei Tecmo arbeiteten direkt mit Nintendos Zelda-Team zusammen, was sich zum Beispiel beim tollen Grafikstil bemerkbar macht, der dem von Breath of the Wild stark ähnelt. Das Kampfsystem von Zeit der Verheerung befriedigt und die vielfältige Kämpferschar überzeugt mit abwechslungsreichen Kampfstilen. Das neue Hyrule Warriors hat aber auch einige Macken. Die Bildwiederholrate bricht oft ein, es fehlt an Abwechslung bei den Gegnertypen und die Story ist recht belanglos. Dank grundsolidem Hack-and-Slash-Gameplay überzeugt das Switch-Spiel trotz alledem vor allem Action-Fans. Und noch ein grandioses Switch-Spiel aus 2020, das weder von Nintendo stammt, noch ausschließlich für die Nintendo-Konsole erschienen ist, das Action-Highlight Hades. Der Indie-Titel überzeugt mit motivierendem Roguelite-Gameplay, tollen Charakteren, jeder Menge Stil, coolen Upgrades und einer cleveren Story. Viele spaßige Spielstunden sind dadurch garantiert. Ihr beginnt jeden der unzähligen Durchläufe immer auf der ersten Ebene der Spielwelt und kämpft euch so weit wie möglich nach oben. Zwar kommt die Abwechslung auf Dauer etwas kurz, es gibt nur wenige Bosskämpfe und echte Überraschungen fehlen. Trotzdem überzeugt Hades auf der Switch durch motivierendes Gameplay und hitzige Gefechte. That was for last time. Im Jahr 2020 wurde endlich Wirklichkeit, was sich Mario-Fans auf der ganzen Welt schon lange wünschten. Nein, keine Switch Pro, auf die wartet die Fangemeinde weiterhin gespannt. Dafür aber veröffentlichte Nintendo anlässlich des 35. Mario-Jubiläums Super Mario 3D All-Stars. Dabei handelt es sich um eine Collection für die Switch mit den drei Mario-Klassikern Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Die Games wurden technisch etwas verbessert und laufen auf der Switch als Emulation. Das funktioniert technisch einwandfrei, etwas mehr Remake-Arbeit hätte Nintendo aber dennoch gerne leisten dürfen. Die Verkaufszahlen sprechen trotzdem für 3D All-Stars und jede Menge Spaß macht's natürlich auch. Warum Nintendo das Game allerdings ab April 2021 nicht mehr verkaufen will, ist bis heute noch immer völlig unverständlich. Es ist das erwartete Meisterwerk. Ori and the Will of the Wisps spielt sich wunderbar, die Geschichte rührt zu Tränen, die Präsentation ist umwerfend. So beschrieben wir Ori and the Will of the Wisps bei unserem Test im September 2020. Auf anderen Plattformen schon zuvor erschienen, fand der hervorragende Titel ein halbes Jahr später nämlich auch den Weg auf die Switch. Das Action-Adventure überzeugt mit einer zusammenhängenden, abwechslungsreichen Welt mit zig Secrets und Sammelkram. Außerdem bereiten fantastisches Metroidvania-Gameplay, toll inszenierte Bosskämpfe, spannende Fluchtsequenzen, ein brillanter Soundtrack und noch vieles mehr jede Menge Spielspaß. Daher vielleicht nur teilweise erstaunlich, eines der allerbesten Switch-Spiele des Jahres stammt gar nicht von Nintendo selbst. Vermutlich wenig überraschend darf natürlich Animal Crossing New Horizons nicht in dieser Liste fehlen. Das knuffige Simulationsspiel sollte eigentlich schon im Vorjahr erscheinen, die Entwicklung verzögerte sich aber. Glück im Unglück, denn damit erschien das Spiel genau zum richtigen Zeitpunkt. New Horizons wurde in kürzester Zeit viele Millionen Mal verkauft, weil nämlich Menschen rund um die Welt in der ersten Lockdown-Phase nach Ablenkung suchten. Auch Social Media wurde zeitweise vom Nintendo-Spiel dominiert, selbst Promis und Politiker machten mit. Das alles führte dazu, dass das neue Animal Crossing bis Ende des Jahres knapp 30 Millionen Mal verkauft wurde. Zu Recht? Ja, denn New Horizons ist extrem liebevoll gestaltet, bietet jede Menge kreativen Freiraum und es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken. Seit dem Release hält Nintendo das Spiel außerdem mit vielen kostenlosen Updates und speziellen Events spannend. Dadurch ist Animal Crossing New Horizons ein fantastischer und zugleich lockerer Zeitvertreib. Wie haben euch die neuen Spiele für die Switch im Jahr 2020 gefallen? Viele Kracher oder doch eher Mauerdurchschnitt? Und was war euer Switch-Highlight des Jahres? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und schaut euch unbedingt auch unser Video zu den besten PlayStation-Spielen des Jahres an.
Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, gebt uns außerdem gerne einen Daumen nach oben und lasst ein Abo da. Auf unserem Kanal findet ihr ständig neue Videos zu den unterschiedlichsten Gaming-Themen und Spielen. Und damit ihr nichts verpasst, solltet ihr unbedingt auch die Glocke aktivieren.